Morgen, auf alle Fälle. Ich krieg eine Brotbox, Junge. Mach ich die gleich. Ach ja, lecker, reicht schon, Latte. Das macht er aber heute alles. Oh Mama, ich wollte gerade so essen. Au. Na, was ist los mit deinem Stück Kuchen? Gegessen. Mama, ich meine Jack. Aber welchen Jack? Musst du mir erklären, dass nein. Ich als Praktikant. Okay. Ist aber los. Oh Mann, ey. So, ich bin jetzt unterwegs. Zur Schule erst und dann schaue ich mal da. In der Werkstatt. Vorbei. Wie gesagt, ich berichte danach wieder davon. Also, bis später. Ich bin jetzt auf dem Weg. Ja, ja. Kinder sind in der Schule. Der Papa macht jetzt ein Praktikum hier, wie so ein Schüler, ey. Also irgendwie ist das ein komisches Gefühl. Jetzt weiß ich so ein bisschen, wie Achim sich fühlt, aber der macht ja eine Ausbildung, das ist ja was anderes, betriebliches Praktikum oder wie gesagt, Ausbildungspraktikum oder wie auch immer. Bei mir ist er freiwillig. Damals in der Lehre, da war ich total aufgeregt. Also, im Gegensatz zu jetzt. Jetzt ist ja egal, gucken wir mal, was passiert. Eher interessiert. Und damals, da war ich schon aufgeregt. So, aber naja, was wird passieren oder dies. Man weiß ja nicht, völlig unbekannt. Und jetzt ist einfach dabei sein. Ich bin da. Ich hab immer am Bus geschrieben, bin da. Kinder hier. Ja, guten Morgen, der Gerichtsvollzieher hier. Ich stehe bei Ihnen vor der Werkstatt. Ich würde gerne alle beschlagnahmen. Der Tommy hier. Heute ist der Erste. Ich stehe hier. Ist doch ja keiner da. Ich wundere mich. Hä? Naja, es ist 8 Uhr Arbeitsbeginn, dachte ich. Oh. 10 Uhr, Mensch, die schönen Stunden, die man da verschenkt. Ja, also ich bin da, kein anderer ist da, aber hier, schaut mal. Schön, Unimog ist auch da. Ein bisschen ausgeweitet ist er, der Unimog. Schon geil. Ein bisschen was zu tun gibt's hier an dem Ding. Wasser. Das Lenkrad alles nur so geil direkt, so einfach so um. Ausstieg da oben. Wieder hier verrottet so einfach. Echt schade.
Schade, dass ich so ein Ding nicht fahren kann. Ey. Das würde ich echt. Das würde ich glatt nehmen. Einfach eine Platte hinten drauf machen. Die Räder. Ah, der ist schon blöd. Auf ihn blüht. Das Führerhaus. Mal ordentlich machen. Aber ist ja eigentlich nicht dran an dem Ding. Kriegt man hin. Schade drum. Ich frag mal, wem der gehört. Naja, wenigstens ist eine Kantine hier gleich gegenüber. Aber die Mutti hat ja vorgesorgt. Die hat mir was mit dem, die hat mir Frühstücksbrot gemacht. Na, dass das so anfängt mit einer zweistündigen Pause, das hätte ich nicht gedacht. Oh, guck mal. So lieb. Weißmilch. Yay. Fruchtzwerge. Mmh. Vitamine. Und zweimal Brot. Mmh. Zwei Stunden warten. Machen wir halt ein Lost Place draus. Geht ja auch. Wir sind egal. So, jetzt bin ich mal hier von der Werkstatt weg. Das Betriebsgelände, ehemalige Betriebsgelände des Betonwerks Grünau. Ich bin mal ein bisschen hier reingelaufen. Wie man hört, gibt es hier einen S-Bahn-Anschluss und natürlich mussten die Sachen auch verschieden dann rausgefahren werden. Und das wurde dann hier, das war die Zufahrt. Zufahrtsgleis ist natürlich hier nicht mehr intakt, aber das ist schon beeindruckend, schon geil. Naja, gut, natürlich wird auch ein bisschen verwüstet und so eine Sachen Feuer gemacht. Boah, das ist schon geil. Guckt euch das mal an. Was für eine Optik. Was für eine Optik, ey. Episch. The Last of Us. Wie viele Züge sind hier wohl durchgeballert? Schon cool. Wie verwuchert das ist. Genial. Das Wort finde ich gut. Ich finde es toll. Hat was. Bild. Krass. Einfach mal wirken lassen.
ist ein geiler Ort. Irgendwie. Für ein Event. OSB-Platten drin, also Bodenaufbau. Hinten zu, hier zu, Tür drin, Mucke. Was ist? Schachtparty nennen wir das Ganze denn. Schachtparty. Eine Bar hingestellt. Das wär's doch, ja, super geil. Stimmt, eine geile Akustik. Ich gehe jetzt mal wieder. Oh, ist das schön, in der Sonne ist richtig warm hier. Jetzt mal wieder zurück. Guck mal. Eine Stunde halt bestimmt noch Zeit. Ich noch vertrödeln muss mit irgendwas. Mal schauen. So, hier hast du was für die Nachwelt. So sieht man aus, wenn man. Was hast du gestern gemacht? Kalt habe ich es am Rücken. Wie kalt habe ich es am Rücken? Ach, wir haben noch keinen Hals gerückt. Ja, aber was hast du gestern gemacht? Du hast sie feiert? Trinken war ich. Einfach so? Ich jeden Donnerstag trinken. Stimmt. Hast du auf meinen Geburtstag angestoßen oder was? Du hattest gestern Geburtstag. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja, natürlich habe ich dann Geburtstag. Ja, wunderbar. Siehst du, das schön. Mache ich seit 25, das über 25 Jahren machen würde schon. Das ist gut. Ja. Ich bin aber älter. Ja, so schon mal früher dran denken können. Ich auch. Die Sonne ist ganz gut, wa? Wenn nicht hier so. Die macht auch noch ein bisschen was, auf jeden Fall. Schön. Ja, guten Morgen. Erstmal. Noch gut, weiß ich nicht. Um 7 hat der erste Kunde angerufen, um 8 ist nicht geweckt. Tut mir leid, ich meine, ich dachte, das ist eine normale Arbeitszeit. Ja. So sind sie halt alle unterschiedlich. Geht ja nur um meine Freizeitbeschäftigung. Ja, ja. Will ich auch mal wissen. Ja, ich wäre heute fast noch gar nicht zur Arbeit gekommen, weil ich fast nicht stehen kann. Aber. Ist ja auch nicht gut, solange du auf dem Brett liegen kannst und man nicht unter das Auto schieben kann. Und dann einfach nur so. Du musst ja nur noch Computer sitzen und tippen. Rechnung schreiben. Ach so, dann ist das aber schwieriger fast schon, weil da musst du ja koordiniert tippen. Ja, aber das ist tatsächlich. Unter dem Auto liegen kann man auch mal schlafen, wisst ihr so. Ich hab in diversen Filmen schon mal gesehen, soweit. Genau, dafür gibt es ja Kabelbinder, dass man die Hände hochbinden kann. Genau, so von jeder eine Probefahrt. Denkst du unten mit dran. Okay Leute, jetzt geht's los. Wie ihr sagt, ich filme da drin jetzt erstmal nicht, weil der Chef hat ja nichts dagegen, aber die Mitarbeiter, da möchte ich jetzt noch nicht im Einzelnen alle fragen und deswegen sehen wir uns danach auf alle Fälle wieder. Und ich werde kurz berichten, was ich gemacht habe und ein bisschen versuchen von dem. Davor haben wir ja auch ein kleines Video. Schauen wir mal. Wünsch mir mal Glück, dass ich überhaupt weiß, wo welche Schlüssel liegen und so, und dann sehen wir uns nachher. Bis dann, ciao. Jo, Feierabend ist es jetzt. Viertel acht ist es. Ich bin zu Hause. Ich habe heute viel gemacht und mal gucken, ob ich das zu Hause noch zusammenkriege und dann werde ich euch ein bisschen was davon erzählen. Ging es heute überhaupt nicht gut. Irgendwie zwei Rückenschmerzen gehabt. Der ist hier laufen, so wie ich vor zwei Wochen. Weißt du noch so? Papa, also, mach bis nach vorne. Auf. Das bitte. Okay. Papa, mach schon auf. Ja. So, Papa, mach schon auf, mach schon auf. Dennis, Mensch, hier mit dem grandiosen Packband. Heute zu Dennis, der hat sich irgendwie einen Tag verspätet. Hat sich vertan. Hat er sich vertan? Nein, er hatte Kopfschmerzen. Papa? Was ist das für ein Orden? Ein Feuerzeug! Ein Feuer? Ein Feuerzeug. Ja, das kannst du. Ist das ein Insider? Feuer machen und Bing Bong machen, das soll ja. Ja, und das kann Feuer. Das kann.
Das ist nicht voll wahrscheinlich. Nein, das musst du voll machen, Papa. Papa, musst du voll machen. Oh. Das ist für Kerzen. Mhm. Papa, dann kannst du das später nutzen. Dennis war heute da. Papa, jetzt kannst du dein Essen aufmachen. Dein Essen ist so lecker. Danke, Dennis. Ein Feuerzeug. Ich kann starker Rohrer. Aber du hast aber nur so Hände. Ja, ich hab die Kiste gearbeitet. Aber du hast jetzt nie. Oder essen. Oh. Eierkuchen. Ein frischer Eierkuchen. Ja. Na Mensch, nichts schöner als das. Das ist kein. Das kannst du ganz alleine essen. Mein Teaserfilm. Bis zu Ende. Oh, nee, das ist ja das Papier. Aber das ist dein Eierkuchen. Danke, Dennis. Danke, Dennis. Dennis ist aber nie da. Dennis ist schon losgegangen. Dennis losgegangen. Was ist denn das? Ein Feuerzeug. Sieh mal, das gibt's Eierkuchen. Essen ist immer richtig. Essen aber können sie mir alle nehmen. Aber das ist aber deins. Naja, Papa hat diesen Hunger. Weil Papa fährt mit dem Auto hin also, nach Hause. Was habe ich heute gemacht? Papa, warum? Einspritzdüsen bei Mercedes. Ihr wechselt. Ich dachte, noch bevor. Papa, dein Eierkuchen. Na, Mercedes war auch dabei. Papa, isst du den Eierkuchen? Nee, ess ich gleich. Papa, isst du den Eierkuchen auch? Ja. Papa. Schön. Das macht mir auch sowas. Möchtest du kosten? Ich glaube, der schmeckt dir nicht so, weil der ist nicht süß. Aber du kannst gerne kosten. Papa, möchtest du ein Erdbeer? Was für ein Ding? Also Erdbeer. Erdbeerpulver mit Milch. Das ist gleich wie Kakao. Gib mir Erdbeerpulver mit Milch. So, ich habe auf alle Fälle, das habe ich gesagt, Einspritzdüsen beim Mercedes gewechselt. Dann habe ich meine Tierdeckeldichtung beim T4 gewechselt. Konntest du alles schon oder mit Anleitung? Nur mit. Mit ihm zusammen? Hatte ja die, war er alleine da? Er war da und er hat nichts gemacht heute. Und die Auszubildende. Mädchen? Hm? War da und mit der haben wir zusammen gearbeitet. Und die hat jetzt schön erklärt, so, alles so. Ja, mach mal so. In 8 Wochen ist sie fertig. Sind gut wie ausgelernt. Genau, und jetzt ist eigentlich ein Zug, meint der Flo ja, oh, dann kommst du und dann tust du schön dumm und dann kannst du ihn ein bisschen fragen, wie, was, und dann musst du dir das erklären. Hat sie gut gemacht, hat sie gut erklärt, die Sachen. Also wirklich, hat sie auch gut erklärt. Also nicht einfach so, oh Mann, ist das nervig jetzt. Ne? Ich hab da noch ein paar blöde Fragen gestellt zwischendurch. So. Da war sie alles. Die Katze haben, iss mal. Das will ich. Fakt ist, Ventilkühlung gewechselt. Da ist aber noch die Antriebswelle. Ist wohl noch zu machen. Ich, keine Ahnung. Papa. Beim anderen haben wir die Servo-Undichtigkeit checken, wo es herkommt. Das ist aber ein sehr großer Schaden. Ich unten auseinandergebaut. Und halt eruiert, wo es herkommt. Mhm. T4. Mhm. Weil dann war noch ein T4. Achso, das war ja der mit der Pumpe. Dann habe ich Probefahrt gemacht. Mhm. Mit den Dingern. Und danach das noch ein Bordsystem noch ein bisschen. Oh, ich sehe. Da ist noch dein Erdbeer. Dankeschön. Ja. Haben die wieder auch noch? Darf ich
Ich will auch haben. Ein Apple. Willst du auch? Dann mach ich dir. Nee, meinst du? So. Ja, Ruhe jetzt. Jetzt nur umrücken. Was habe ich noch? Kannst du nicht machen, ne? Na Gott, eigentlich war TÜV gewesen. An zwei Autos. Ich habe mir natürlich alle Autos angeguckt, auch mit. Und mit der Laufung so viel wie möglich sehen, lernen. Du musst dir weg, damit es geht. Danke. Schön. Ich habe bei einem zwei Mängel, also Mängelfeststellungen, war ich auch mit dabei sozusagen. Also bei zwei Autos, wo nur durchgeguckt wurde, was alles gemacht werden muss. Mama, essen Erdbeer. Ich habe einen Löffel. Ja. War weiter. Interessant. Oh, hallo. Na gut. Mama. Ja. Moment.